Ja, der Goldpreis geht durch die Decke. Wir haben den Höchststand mittlerweile schon mehrfach durchschlagen in letzter Zeit. Und heute haben wir ein sogenanntes Einhorn dabei, nämlich eine Einhorn-Chance. Und die ist ganz klar Palladium. Warum? Der Schweizer Bankier Rüdiger Götz hat ganz exklusive Daten dabei, die uns zeigen, warum Palladium so stark fällt und wer die Spieler sind und warum es für uns eine Riesenchance darstellen kann, in Palladium zu investieren. Jetzt geht's los, abonniere unseren Kanal, drück die Glocke und melde dich zum kostenlosen Beratungsgespräch an, wenn du mehr wissen willst, wie du dein Geld und dein Vermögen abziehen kannst mit physischen Edelmetallen. Jetzt viel Spaß bei der Goldshow. So, es ist Mittag, 12:30 Uhr. Servus, Rüdiger. Servus, lieber Beni, kurz vor Lunch. Kurz vor Lunchtime. Wir haben heute eigentlich ein mega geiles Thema dabei. Und das werden wir gleich am Anfang uns anschauen, nämlich Palladium. Da haben wir eine 2000% Chance. Das ist richtig spannend, was du da dabei hast. Wir werden heute aber am Ende des Videos natürlich auch über Gold sprechen. Wir haben jetzt den Allzeithöhepunkt erreicht und da hast auch ein bisschen was dabei, wo wir drüber sprechen können. Wir werden uns kurz anschauen, wie wir selber Gold, Silber, vor allem Platin und Palladium kaufen können, wie das ganz einfach für jeden ja, möglich ist. Und jetzt würde ich sagen, wow, das, was du mir jetzt im Vorgespräch gezeigt hast, das ist schon eigentlich der Hammer. Wir sprechen jetzt über Palladium und da ergibt sich möglicherweise eine Chance, die so gar keiner sieht. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen? Also wir sehen bei Palladium aktuell eine Anomalie, die nur wirklich alle 2000% mal vorkommt. Also 2000% ist natürlich ein brutales Wort und da wird auch der Palladiumpreis sicherlich nicht hingehen. Aber was es damit auf sich hat, ist diese Anomalie, die wir in den Märkten sehen. Ich zeige dir das mal kurz, was mir ein Kollege zukommen hat lassen. Deswegen ist ein bisschen ein schlechtes Foto. Aber ich denke, über die Farben kann man das ganz gut sehen. Das ist so der Palladiummarkt die letzten 30, 40 Jahre. Und das ist hier ganz am Anfang, ich sage jetzt mal, ein normaler Markt. Ein Auf, ein Ab, ein Auf. Und dann jetzt gerade aktuell in einer sehr, sehr starken Konsolidierungsphase. Was das Spannende ist, ist hier unten, wo dort steht COT. COT, Commitments of Traders Report. Der kommt regelmäßig raus und da sieht man in blau die Spekulantenpositionierung und in rot die Produzentenpositionierung. Und überall, wo diese vertikalen Linien drin sind, sieht man, da sind sozusagen Zäsuren. Da sind die relativ nah beieinander, die Spekulanten und die Produzenten und dementsprechend ändert sich dann die Richtung des Kurses. Kannst du kurz erklären, was bedeutet das, wenn das Blaue quasi nach oben ausschlägt und das Rote nach unten? Und was sind das jetzt quasi Zertifikate, was die kaufen? Warum machen die das? Die kaufen Future-Kontrakte. Mhm. Also die kaufen in der Zukunft den Warenwert, in Anführungsstrichen. Und wenn die Kurve blau ist, also wenn man das Blau sehr stark sieht, dann sind die Spekulanten alle long ausgerichtet. Also die Spekulanten sind dann auf steigende Kurse. Und wenn die Kurse steigen, dann werden die Produzenten Stück für Stück die Ware verkaufen. Das heißt, sie stehen auf der Short-Seite. Also und so passt es dann immer ganz gut zusammen. Und wenn der Bauch mal ganz stark zusammengeht, dann tritt eine Zäsur ein. So wie hier, das man sieht an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob man hier meine Maus ganz gut sehen kann. Da geht der blaue Bauch und der rote Bauch also sehr, sehr eng an der Nulllinie zusammen. Und danach steigen die Spekulanten sehr stark ein und pushen den Kurs nach oben. Also vergleichbare Sachen kann man natürlich auch im Edelmetall, im Gold und im Silber sehen. Und wenn man jetzt hier ans rechte Ende schaut, dann tritt hier eine Anomalie auf, die äußerst selten ist, dass wir sehen hier die rote Kurve nach oben, dass die Produzenten long sind und die Spekulanten auf der Verkäuferseite sind. Und schauen wir mal diesen Ausschnitt einfach ein bisschen größer an. Dann sieht man hier, dass, ich sage jetzt mal, ab dem Ukraine-Krieg Stück für Stück die Spekulanten auf fallende Kurse setzen. Das hat jetzt mehrere Parameter, weil einmal durch den Russland-Krieg
der Herr Putin natürlich Geld brauchte und Palladium Stück für Stück immer weiter verkaufte. Und die Produzenten sagen, hey, das ist aber nicht der realistische Preis für unsere Ware. Deswegen sind wir long positioniert. Das heißt, wir schauen, dass wir auf der steigenden Kursseite sind. Und wenn man jetzt dann sieht, diese Anomalie wird irgendwann enden. Vielleicht jetzt noch nicht sofort, aber dann wird es hier wieder rechts runtergehen, zusammenlaufen und vielleicht auch der Kurs noch weiter runterfallen im Palladium, je nachdem, wie der Geldbedarf in Russland ist. Wird hier noch viel mehr, noch ein bisschen Ware auf den Markt geschoben. Und dann ist es hier ein irrsinniges Aufholpotenzial. Also bei so Anomalien kann man sehr, sehr viel Geld verdienen, auch im physischen Markt. Also das heißt, wenn man sich heute ein bisschen Palladium reinlegt und vielleicht in einem Monat nochmal ein bisschen Palladium, dass man hier auch den Cost-Average-Effekt hat, auch wenn dieser Trendkanal jetzt abwärts gerichtet ist, dann glaube ich, kann man hier auf der sehr sicheren Seite in physische Ware investieren. Was hat das jetzt für Aussagekraft, wenn die Produzenten long gehen? Heißt es, die kaufen jetzt Silberware ein? Exakt. Das heißt, also die Produzenten, die verdienen ihr Geld damit, dass sie Palladium, sagen wir mal, fördern, verarbeiten und weiterverkaufen. Und wenn die jetzt das selber kaufen, dann wissen die ja eigentlich, hey, die Preise sind aktuell ziemlich günstig. Ganz genau. Ja? Der Produzent sieht ja, was er für Gestehungskosten hat, was es ihn kostet, ich sage jetzt mal, eine Unze Palladium aus der Erde zu holen und sagt, jetzt kann man für die Zukunft damit Geld verdienen. Das ist wie ein Aktienrückkaufprogramm bei einer Aktiengesellschaft. Der Produzent glaubt an sein Palladium und sagt, das ist völlig unterbewertet, das lege ich mir jetzt ins Lager. Das heißt, der sagt sich im Endeffekt, ich habe die Lager frei und jetzt nutze ich die Chance, um alle Lager voll zu machen. Und wenn der Preis dann mal steigt, dann kann ich zum hohen Preis verkaufen. Ganz genau. Dann wird sich diese Kurve hier wieder genau drehen. Dann werde ich wieder blau oben haben. Das heißt, die Spekulanten gehen auf die Long-Seite, weil dann der Kurs immer stärker steigt. Das ist dann die selbsterfüllende Prophezeiung. Und die Produzenten verkaufen Stück für Stück ihre Ware wieder und jeder hat einen Profit. Wow. Also das ist ja wirklich eine super Chance. Vielleicht zur Einordnung, Palladium ist ja, sagen wir mal, so ein Nebenbei-Edelmetall. Wir haben ja das Hauptmetall Gold, Silber und Platin, Palladium sind ja eher so, ja, die kleineren in der Beimischung. Wie würdest du Palladium also aktuell gewichten, dass man hier auch vielleicht keine zu großen Klumpenrisiken hat? Also Palladium und Platin ist sicherlich nichts für schwache Nerven, wie man hier sieht. Also da sind wir schnell 50% des Wertes sozusagen im Depot, des Preiswertes geringer. Also das ist nichts für schwache Nerven. Also deswegen für jemanden, der das noch nie gemacht hat, kleine Positionen, also im prozentualen Bereich wirklich vielleicht bei 5% von meinem gesamten Edelmetall. Also dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Und wenn einer sagt, ich bin einer von den Hartgesottenen, der kann natürlich auch mehr kaufen, weil er wird in der jetzigen Situation, wenn er, ich sage jetzt mal, verteilt übers nächste Jahr einkauft, aus meiner Sicht nicht sehr viel falsch machen, weil er hat Cost Averaging, er kauft in ein fallendes Messer, wird ja immer so gesagt, nie in ein fallendes Messer greifen. Aber die Produzentenpositionierung, die Spekulantenpositionierung, also wir haben schon sehr, sehr viele Parameter, um hier ein positives Rendite-Risiko-Verhältnis zu haben. Sehr, sehr stark. Lass uns mal kurz in unser Depot reinschauen, wie wir das selber umsetzen, dass quasi jeder auch von unseren Kunden mal kurz sieht, wie kann man sowas denn in den nächsten Monaten umsetzen? Und dazu suche ich mal kurz meinen Bildschirm. Also so schaut unser Depot aus. Das heißt, hier haben wir die Metalle Gold, Silber, Platin und Palladium. Und jetzt, wenn du zu Weihnachten einfach die Metalle, vielleicht Palladium, Platin kaufen willst, kannst du einfach hier draufklicken, jetzt kaufen. Zum Beispiel jetzt für 2000 Euro. Und erhältst hier dann sofort die Menge, die du dann ins Depot bekommst. Und aktuell natürlich für alle Kunden ist es so, dass du dann noch eine Weihnachtsprämie oben drauf kriegst. Die wird dir hier sofort ausgewiesen. Die erfolgt dann nach Zahlungseingang. Also kriegst du jetzt, wenn du für 2000 Euro Palladium kaufst, noch dreimal 10 Gramm Silberbarren obendrauf.
und dann gehst du hier auf Weiter und dann überweist du das Ganze mit deiner Depotnummer. Das ist, wenn du einmalig kaufen willst. Und jetzt gibt es natürlich, wie du gesagt hast, dass wir in überschaubaren Tranchen in den nächsten vielleicht 6-7 Monaten, je nachdem, wie sich die Preise entwickeln, Palladium mit dazu nehmen. Und wie können wir das machen? Da gehen wir hier oben einfach auf das Zahnradsymbol. Und hier unten auf Aufteilung können wir uns überlegen, welche Metalle wir zum Beispiel bei einer Überweisung einkaufen wollen. Also stellen wir uns vor, wir haben einen Tausender, den wir einmal im Monat mit einem Dauerauftrag überweisen. Dann können wir uns aufteilen, in welcher Aufteilung wir das haben wollen. Könnte man hier zum Beispiel hergehen, Gold, machen wir 40%. Dann machen wir hier Silber vielleicht 30%. Platin vielleicht 10%. Palladium, wenn ich das vielleicht jetzt überproportional aufbauen will, vielleicht 20%. Dann klicke ich hier auf Weiter, bestätige das und dann heißt es, immer wenn ich Geld mit meiner Depotnummer, die sehe ich da oben, überweise, dann werden Edelmetalle in dieser Aufteilung dann gekauft. Und somit kann man einfach hergehen und gerade die nächsten vielleicht 6 bis 12 Monate nutzen, um vor allem Palladium hier überproportional aufzubauen. Ich könnte natürlich auch hier hergehen und sagen, ich will aktuell nur 90% Palladium, 10% Gold. Also da gibt es alle Möglichkeiten, wie ihr das macht. Einfach hier unter Einstellungen reingehen und dann habt ihr jetzt beide Möglichkeiten gesehen. Entweder einen größeren Betrag einmal kaufen oder überweisen und hier hinten die Einstellung ändern. Also super easy. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt Palladium schon im Depot haben. Ah, haben wir nichts drin. Weil wenn ihr das Palladium dann kauft, dann seht ihr unter Safe hier auch Palladium aufgeführt und ihr seht genau, an welchem Barren, mit welcher Barrennummer ihr wie viel Gramm bei welcher Verwahrfirma in welchem Lager habt. Also das ist sehr, sehr gut. Und wenn wir das über das Depot machen, Rüdiger, dann ist es ja so, dass wir die Edelmetalle, vor allem die Weißmetalle, ja zollfrei kaufen. Was bedeutet das für den Anleger? Das ist eine sehr charmante Lösung, weil ich die 19% Mehrwertsteuer nicht bezahlen muss und dadurch 19% mehr Ware sofort besitze. Und ich, wenn ich es clever mache, auch bei einer Lieferung zum Beispiel nicht bezahlen müsste, weil dann tue ich zuerst mein Weißmetall in Gold tauschen und kriege dann die Mehrware in Gold ausgeliefert. Also das ist eine sehr, sehr coole Sache, um an mehr Ware zu kommen. Zusätzlich zur Weihnachtsaktion, wo ich sowieso noch was geschenkt kriege. Genau. Ja, für alle, die jetzt noch kein Depot haben und auch so ein Palladium möglicherweise aufstocken wollen oder einfach ein Edelmetallfundament aufbauen wollen, um ihr Geld abzusichern, unter diesem Video ist ein Link. Da könnt ihr ein kostenloses Strategiegespräch mit uns vereinbaren. Und wir haben auch die Information für euch alle bis Ende des Jahres. Habt ihr noch günstige Preise? Ab nächsten Jahr werden die Eröffnungskosten für so ein Edelmetalldepot auch teurer. Die Information haben wir ganz exklusiv jetzt bekommen. Ja, dann haben wir jetzt die Riesenchance Palladium uns angeschaut. Echt cool. Haben wir sonst noch was außer Gold heute dabei? Gold. Glühwein alles hast du vergessen, hast du gesagt, oder? Silber habe ich vergessen. Ne? Silber. Ja, Glühwein. Ja, Glühwein habe ich vergessen, ja, das ist schon klar. Nächstes Mal. Morgen Glühwein heißt es immer. Wie bitte? Bei uns steht an der Tür vom Wirt morgen Freibier. Morgen Freibier. Kommt jeden Tag und immer steht wieder dort morgen Freibier. Ja, da sind schon böse Dramen entstanden, wenn den Leuten einmal Freibier weggetrunken worden ist. Ja? dann gehen wir rüber zum Thema Aurum. Aurum, Gold. Oro, Plato. Kennst Amant. Du noch ein Wort für Gold in einer anderen Sprache? Nee, habe ich nicht. Auf jeden Fall cool. Im Süden von Bayern, so Richtung Garmisch-Kohe, sagen sie Gold dazu. Ah, Gold. Aber Gold ist ja das gleiche wie Geld. Da merkst du, dass das Bayern einen Ursprung hat in Kochel am See. Okay, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber coole Assoziation. Gold ist gut. Sehr schön. Also, wie soll ich sagen, aktuell ist es ja sehr schön und sehr happy, wenn man sich den Goldpreis anschaut. Und wenn man jetzt hier reinschaut,
Wir haben jetzt gestern das Allzeithoch gesehen, das war gigantisch. Und es ist auch schön, wenn sich die Prophezeiungen irgendwann erfüllen, manchmal früher, manchmal später. Aber ich habe ja immer schon gesagt, die 2000, irgendwann werden sie fallen, auch wenn wir zwischendrin mal ein bisschen eine saure Gurkenzeit hatten. Aber wir stehen auf der richtigen Seite. Und je länger uns wir das anschauen, deswegen kommt es immer wieder besser hin. Gold wird nicht mehr billiger. Und wenn man es uns jetzt auf der langen Sicht anschaut, merkt man hier schon, jetzt ist es erstmal mit richtig viel Schwung signifikant nach oben ausgebrochen. Jetzt kann man sagen, es war hoffentlich eine Eintagsfliege, hoffentlich nicht. Aber ist ganz klar, dass jetzt hier eine Konsolidierung eintritt. Und wenn jetzt Gold ist, jetzt mal das nächste Marke, man könnte jetzt hier Fibonacci-Sachen eintragen, aber ich sehe, die nächsten sind jetzt mal mit Schwung durch die 2,1 durch und dann sind wir bei 2,150 und dann werde ich wieder einen Post bei Facebook oder bei Instagram machen. Wenn Hettich kommt, ist habe ich vorbei. Für diejenigen, die sich immer noch nicht entscheiden konnten, Edelmetalle zu kaufen. Also nachdem wir jetzt ja ein bisschen die Recherche auch auf Palladium erweitern, also auch gerne das Viergestirn Gold, Silber, Platin und Palladium ins Depot mit reinlegen, weil wir haben auf jeder Ebene irrsinniges Potenzial, was die Rohstoffe betrifft. Sehr stark. Ist es noch möglich, dass du noch einen größeren Zeitraum einblendest, dass wir mal sehen, okay, was ist in den letzten 20, vielleicht 30 Jahre passiert oder ab wann geht's los? 37, 32. Warte. Also hier ist 1933, Kriegsbeginn. Goldbindung, sieht man hier ganz klar, dass hier ganz wenig passiert. Dann Goldpreisbindung, Bretton Woods wurde aufgehoben, 71. Das ist das erste Mal die erste Welle nach oben gewesen. 79, Energiekrise. Und dann hier kann man sehr, sehr viel ablesen. Und ab 2000, wo neuer Markt, Dotcom-Bubble. Und dann sind die Tower zusammengefallen. Dann wurde Geld gedruckt, Geld gedruckt, Geld gedruckt. Und dann geht es schon sehr exponentiell nach oben. Schauen wir mal, ob wir da was ein, wie viel Prozent es wären. Ich sage jetzt mal, die letzten 50 Jahre sind wir bei 5.205%. Das ist ganz, ganz interessant. Nicht so schlecht, oder? Also, wie soll ich sagen, ich habe meine ersten Silberunzen hier in dem Bereich um die Dotcom-Bubble gekauft. Man kann nicht meckern. Ja, und so wird es dann auch vielen gehen, die dann bei neuen Höchstständen dann zurückschauen und sagen, okay. Da war ich dann so clever und habe mal gestartet. Oder für die anderen, die sagen, ah, da ist mir wieder eine Chance entgangen. Aber jetzt ist der Gold schon wieder so teuer. Hätte ich nur. Genau. Hätte ich nur gekauft. Aber Aber es ist der Punkt. So wie du sagst, dann ist Gold plötzlich wieder so teuer. was ich ja trotzdem jetzt schön finde, auch beim Edelmetall an sich und so Metalldepot. Ich denke mal, da kannst du doch nichts, also da kannst du doch deine Emotionen wirklich gut ausdrücken, wenn ich jetzt dahergehe und ich kaufe einfach jeden Monat einen fixen Betrag, jetzt sagen wir 100 Euro, 200 Euro, dann kann ich ja gar nichts falsch machen, weil wenn die Preise niedrig sind, super, dann bekomme ich viel Gold, wenn es teuer sind, wenig und so baue ich Schritt für Schritt dann mein Goldvermögen auf, also du hast ja auch nicht dein ganzes Geld einmalig in Gold gesteckt. Du hast ja wahrscheinlich auch öfters mal verschiedene Tranchen gekauft, immer wieder was dazugeholt, oder? Das ist eine sehr, sehr wichtige Strategie, kontinuierlich seinen Plan verfolgen. Also Edelmetalle sind genauso wie Börse Marathon. Ich muss anfangen und auch wenn ich am Anfang noch gar nicht so richtig weiß, was ich tue, bei Edelmetallen kann ich nicht sehr viel verkehrt machen. Ich kaufe die immer wieder. Cost Averaging, Durchschnittspreis, Durchschnittsbildung. Ich mache es mit Sicherheit richtig. Es ist einfach wichtig zu beginnen. Und das ist, ich sehe es. Normalerweise ist dann die Frage von einigen Kunden dann immer,
Ja, aber wenn das so gut funktioniert, warum macht es denn da nicht jeder? Warum macht es nicht jeder? Es gibt die Zögerer, die sagen, heute ist zu teuer, das mache ich, ich schaue mir das erstmal genau an. Und nach 3 Jahren stellen sie das fest, was in meinem Post passiert ist. Dann gibt es diejenigen, die sagen, es ist aber viel zu teuer, bei 5.200% ist es viel zu teuer. Manche brauchen immer ihre eigene Idee zum Umsetzen. Ich sage, Vertrauen in die Edelmetalle ist bestimmt nicht verkehrt. Anfangen, auch wenn man vermeintlich vielleicht nicht alles zu 100% versteht. Weißt du was? Ich erzähle dazu noch eine Geschichte zum Schluss, okay? Ich werde die vielleicht auch morgen nochmal erzählen, aber ich finde die war recht schön, weil wir ja jetzt gerade bei dem Thema sind. Und wenn es um Finanzanlagen geht und das Geld absichern, dann hat es ja auch immer was mit Kompetenzaufbau zu tun, dass man sich auch wirklich sicher fühlt in dem, was man tut. Und ich denke mir dann immer, da kommen Leute und sagen, sie verstehen Edelmetalle nicht, haben aber schon Kryptos gekauft, da wo ich mir denke, okay, interessant. Und ganz viele, wir wissen das ja auch beim Switch, wo gesagt haben, ah, ich weiß gar nicht, ich habe es verstanden, aber ich traue mir nicht. Und ich glaube, dass das auch beim Edelmetall eine super wichtige Sache ist, Kompetenz aufzubauen, indem man es einfach regelmäßig macht. Also, dass man einfach vielleicht einmal im Jahr zu irgendeinem Händler fährt und Edelmetalle einfach mal kauft und sich ein bisschen ausprobiert. Und dazu eine kleine Geschichte. Wir waren ja am Sonntag auf so einem Messestand in Augsburg. Also ich bin recht spät heimgekommen und habe gestern gesagt, ich mache einen ruhigen Tag und Mittag wollte ich noch schnell was essen einkaufen. Bin in Edeka gegangen, dann habe ich mal so eine gute, kennst du die Gustavo Pizzas? Das sind sensationelle Aufbackpizzas, aber die schmecken wie echte Pizzas, nicht wie so eine Wagner Pizza. Okay. Ein paar Tomaten, also in meinen Wagen reingetan und es war so kleiner Edeka in so einem kleinen Dorf. Und dann war von mir so ein Schulbuhr gestanden. Der Maxi. Und der hat dann eine Barilla gehabt. So eine, wie heißt die Orange? Kennst du die Soße? Die Orange Pesto, also mit Ah, Tomaten. gut. Das war aber das Einzige, was er dabei gehabt hat. Hinten noch Schulranzen. Und es waren zwei Kassen. An der anderen Kasse steht dann, hätte seine Mutter sein können oder Tante. Er sagt, ja, Maxi, tust du halt für Mama Essen einkaufen? Und gesagt, ja, ich tue halt für Mama Essen einkaufen. Und der war so 8, 9. Da war der Maxi dran, gell? Und dann 3,55, glaube ich so. Ja, was macht der Maxi? Er nimmt den Schulranzen, macht auf und dann sucht er erst einmal nach seiner Geldbörse. Er findet es nicht, gell? Sucht er, sucht er. Und irgendwann hat er es dann, was so, wo man sich so umhängen kann. Dann hat er halt langsam so die ganzen Münzen raus. Dann hat er nur kleine Münzen, nur so Kupferlinge dabei gehabt. Und ich war dann total erstaunt, weil die Leute. Das kannst du dann nur auf dem Land machen, das ist in der Stadt, da drehen die Leute ja komplett durch. Die waren so ganz stoisch und haben das hingenommen und haben so gesagt, die waren so alle, die haben sich so gefreut, dass er jetzt wieder eine Münze gefunden hat. Und das hat, glaube ich, 4,5 Minuten gedauert. Und dann hat dann der Kassierer gesagt, Maxi, also die kennen scheinbar Maxi, das ist nicht genug, also da fehlt noch ein bisschen was. Und der Maxi, ah, ich schau nochmal, dann hat er sein Federmäppchen rausgetan und da war dann so diese gelben Ü-Eier, weißt. Also das, wo quasi innen drin ist. Und dann hat er da auch noch einen großen Schatz an Kupfermünzen gehabt. Und dann haben sie alles zählt und ich habe mal gedacht, also das, wenn es in der Stadt machen würde, dann wird hinten schon so ein Helikoptermama durchdrehen, sagen, sie muss jetzt irgendwie zur Yoga oder so. Aber im Dorf alles entspannt und dann haben wir am Schluss eine 50 Cent gefehlt. Und ich habe nur Scheine gehabt und hinter mir hat noch eine ältere Dame, hat dann dem Maxi diese 50 Cent gegeben. Maxi hat dann zahlt und ich habe dann noch gesehen, wie er dann auf Straße gegangen ist und heimgegangen ist. Und da habe ich mir gedacht, weißt du, es ist halt schon wichtig, dass du diese Kompetenzen als kleiner Bub halt aufbaust. Hey, jetzt, der war 7, 8 Jahre, da habe ich mich noch nicht getraut, mit einer Schlange hinten im Hintergrund zu zahlen. Und der Maxi hat es einmal gemacht und er hat ein gutes Umfeld gehabt, die alle Maxi unterstützt haben. Und das nächste Mal, wenn er reingeht, dann ist er noch sicherer. Und irgendwann ist er der Profi. Und genauso ist es bei Edelmetallen, wo ich das erste Mal beim Hölzl, Dr. Hölzl war von Avesta, ja, da war ich auch nervös und habe mal gedacht, ah, jetzt hole ich Edelmetalle ab und dann gehen wir nochmal hin und nochmal hin. Und irgendwann wird es normal. Und dann sagt man, okay, jetzt habe ich wieder vielleicht ein bisschen Geld, das ich schützen will und dann mache ich es. Also, und von dem her glaube ich, sind zwei Sachen wichtig. Einerseits, dass man sich ein bisschen was traut einfach und dass man natürlich auch ein Umfeld hat, das einen unterstützen kann, beraten kann.
damit man auch diese Kompetenz auch in einem sicheren Umfeld aufbauen kann. Das war die Geschichte zum, ja, heute Mittwoch. Zum anderthalb Mal den ersten Advent. Aber es ist schön, weil das drückt es genau aus, dass man einfach anfangen muss. Weil Fahrschule ist genauso, man lernt das Autofahren, da ist der Fahrlehrer nebendran und man muss es ausprobieren, sonst geht es nicht. Ja. Nur im Simulator funktioniert nicht. Von dem her, Aufruf an alle, die es ausprobieren wollen, auch gern gemeinsam mit uns, meldet euch zum kostenlosen Beratungsgespräch. Lasst uns herausfinden, wie wir Vermögen absichern mit Edelmetallen und einem Golddepot. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, wann tun wir es denn veröffentlichen? Können wir eigentlich schon einen schönen Advent wünschen? Machen wir zweiten Advent, dann tun wir es am Sonntag veröffentlichen, oder? Sehr schön. Dann kann jeder den Glühwein, den wir jetzt nicht haben, extra holen und zu den 20 Minuten dazustellen. Wunderbar. Dann hast du noch ein letztes Wort für heute. Einen schönen zweiten Advent und eine gute Zeit alle. Schön. Danke, bis bald. Servus. Bringe dein Geld unter deine Kontrolle, bevor du es durch die Vernichtung der Inflation verlierst. Jeder Tag, der vergeht, ohne dass du handelst, ist ein weiterer Tag, an dem dein Geld im Feuer steht. Es verbrennt bereits täglich durch die Inflation. Willst du warten, bis die Regierung weitermacht? Wir haben die Lösungen, die nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktionieren. Fordere jetzt kostenlose Informationen an.